1961. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich hörte, du treibst dich nachts auf dem Friedhof rum. Ja und? Und hast dich dort mit deinem Partner Hemmler getroffen. Das ist nicht wahr. Ich hatte dort eine Prüfung zu erledigen. Anstatt mich zu belästigen, solltest du dir mal Taylor vornehmen. Der hatte doch ständig Streit mit Hemmler. Ja, aber wenn er Partner ist, Partner helfen sich normalerweise gegenseitig, es sei denn, sie sind immer nur auf den größtmöglichen Profit aus. Hallo Ordenskrieger, ich komme hier mal reingesprungen. Hier, ich habe dieses Buch. Du erstaunst mich. Wo hast du es her? Vom Friedhof. Vom Friedhof? So. Da kann ich es ja auch nicht finden. Was macht es denn auf dem Friedhof? Sie sammeln dort viele Artefakte und altes Wissen. Verstehe. Ich werde es in die Bibliothek stellen, wenn ich es gelesen habe. Dann geht es nicht verloren. Du hast was gut bei mir. Was brauche ich, um eine Spruchrolle der geringen Heilung zu schreiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Heilkraut. Ja, das war uns, glaube ich, allen vorher klar, aber unserem komischen Helden nicht. Und dann wäre die Quest aber auch zu einfach, wenn es nur aufs Gerate ist, aus ist. Okay, wir haben jetzt alle Prüfungen, also alles bestanden. Wir haben alle Zauberspruchzutaten, Spruchrollenzutaten, wo ist ein Eingang? Ach, da ist der Eingang. Gefunden. Wir nehmen uns jetzt auch nochmal Taylor vor. Taylor. Er ist sicherlich mit Tom mit Vornamen. Das ist genau so ein Schwein. Du hattest oft Streit mit Hemmler. Und? Macht mich das jetzt zu seinem Mörder? Du wurdest doch nachts auf dem Friedhof gesehen. Na schön. Was heißt das jetzt für mich? Du bist einer der Hauptverdächtigen. Ich spucke auf Hemmler. Er ist tot und macht mir immer noch das Leben schwer. Aha, am besten sagst du mir jetzt alles, was du weißt. Also gut. Ja, ich war auf dem Friedhof und habe Hemmler beobachtet. Aber ich konnte das Gesicht seines Partners nicht erkennen. Warum? Warum warst du auf dem Friedhof? Hemmler war ein Penner. Ich musste für das Kraut immer mehr zahlen als alle anderen. Ich wollte es dem Schwein heimzahlen. Und deshalb hast du ihn umgebracht. Nein, ich wollte doch nur wissen, wo Hemmler sein Gold versteckt hat. Deshalb bin ich ihm gefolgt. Aber er hat sich dort nur mit seinem Partner getroffen. Anschließend ist er in seine Kammer zurückgekehrt und sein Partner ist im oberen Bereich der Festung verschwunden. Oberer Bereich also. Dorthin konnte ich ihm natürlich nicht folgen. Ich habe dort keinen Zutritt. Okay, also gut. Jetzt wissen wir Folgendes. Ash scheint uns ziemlich zu mögen. Hey cool, Teile des Baumes verschwinden gerade. Gut, also Ash scheint nicht gerade erpicht auf dieses Thema zu sein. Der Partner ist im oberen Bereich dieser Festung. Das ist sehr gut. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist so irgendwie noch so ein Pop-up mit neuer Tagebucheintrag, dass man weiß, dass es was Wichtiges gab. Kaspar, ich habe ein paar Informationen. So. Ich habe ein paar Informationen über den Partner von Hemmler. Oh, das ist gut. Welche? Er ist Novize. Dann scheiden Harlock, Tucker und Carlson aus. Was weißt du noch? Warum Tucker? Enzo war nicht der Partner. Enzo war nicht der Partner von Hemmler. Dann bleiben noch Ash und Taylor. Was weißt du über die beiden? Was weißt du über Ash und Taylor? Ich dachte immer, es ist nicht wichtig. Hemmler und Taylor haben oft gestritten. Worum es dabei ging, weiß ich nicht. Vielleicht ja um ihre gemeinsamen Geschäfte. Na, das fällt dir ja früh ein. Reg dich ab, du weißt es ja jetzt. Okay, der Partner von Hemmler, ja gut. Der Partner von Hemmler darf in den oberen Bereich der Festung. Dann kann es nur noch Ash sein. Er und Enzo sind die einzigen von der Liste, die nach oben dürfen. Und Enzo war nicht am Friedhof. Ich schätze, jetzt hast du Hemmlers Partner. Haha! Überführt, Kommissar annehmend, hat es wiederum gelöst. Oh nee, das ist ja Schleichwerbung. Wer auch immer sich noch Blau und Schlau anguckt und im Internet rumgeistern kann. Ja. Okay, es war keine Schleichwerbung, das war einfach Huhn. So, Ash. So. So, jetzt unterhalten wir beide uns mal. Was willst du? Ich hab dir nichts zu sagen. Ich weiß, dass du Hemmler das Kraut besorgt hast. Das ist nicht wahr.
Du bist der einzige Novize, der Zugang zum oberen Bereich der Festung und zum Friedhof hat. Na und? Was soll das beweisen? Komm schon, du wurdest gesehen. Sag mir jetzt die Wahrheit. Sag mir die Wahrheit oder ich prügle sie aus dir heraus. Probier's doch. Jetzt wird sich zeigen, ob du so weit bist. Oh, wow. Ha, pariert. Ich hab doch eigentlich den Konter gemacht. Schluss mit der Langeweile, es gibt einen Kampf. Okay. Was, wieso kann der denn immer so spät schlagen? Das soll ein Kampf sein? Ja. Peng. Ich muss eben ganz kurz was trinken. Rufus, hilf mir! Komm, die Kampffolge kann ich ganz gut. Los, doch! Zack! Weiter! Peng! Ha, ich bin dir ausgewichen. Ja. Boah, hat er pariert. Ja. Ja. Peng! Er hat keine Chance gehabt. Außer, dass ich Heiltränke benutzen musste. 2 Krautschlinge, 2 Äpfel, eine Fläschchen und 34 Goldmünzen. Vielen Dank für die Blumen. Das war vollkommen falsche Tonlage. Egal. Na? Na, sagst du mir jetzt, was du weißt? Sagst du mir jetzt, was du weißt? Also gut. Ja, ich habe Hemla das Zeug beschafft. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du weißt etwas darüber. Na schön. Hemla hat gesagt, dass er bedroht wird. Irgendwer hatte was gegen seine Geschäfte. Aha, hast du eine Ahnung, wer ihn bedroht hat? Hast du eine Ahnung, wer ihn bedroht hat? Nein, Mann. Und ich will es auch gar nicht wissen. Komm schon, gib mir irgendeinen Hinweis. Du willst wissen, wer Hemla getötet hat? Du willst das wirklich rausfinden? Klar. Dann verkauf du doch das Braukraut. Ich bin mir sicher, wer auch immer Hemla auf dem Gewissen hat, er wird irgendwann auch zu dir kommen. Hört sich nach einer gefährlichen Methode an. Gut. Gib mir das Kraut. Gut. Gib mir dein Kraut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Zeug mal freiwillig abgebe. Also pass auf. Hier ist das Paket. Da sind noch 10 Stängel drin. Verteile davon so viel, dass der Mörder es mitkriegt und glaubt, dass du der neue Händler bist. Ach, noch eine Sache. Hemla hat die Dinger für 50 Gold verkauft. Wenn du sie loswerden willst, solltest du bei dem Preis bleiben. Okay, willst du einen Stängelbrauker haben? Willst du einen Stängelbrauker haben? Hey, mir brauchst du das Zeug nicht andrehen. Ich hab die Schnauze voll davon. Ach echt? Was mache ich? Was mache ich, wenn die Stängel verteilt sind? Den Köder spielen. Der Mörder wird sicher nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um zuzuschlagen. Er wird dich nur angreifen, wenn er sich sicher fühlt und niemand ihn stört. So wie bei Hemla. Ja, aber du wirst ihn erwarten. Gib ihm eine Gelegenheit und er wird zuschlagen. Geh schlafen oder nimm ein ausgiebiges Bad. Auf so einen Moment wird der Mörder warten. Okay, wir haben jetzt alle möglichen, okay, wir haben jetzt übrigens alle möglichen Sachen, um den Mörder von Hemla zu finden und seinen Tod gebührend zu rächen. Ja. Das war's. Ende mit dem Let's Play. So. Ja. Dann sind wir durch mit dem Spiel. Wir müssen nur den Mörder von Hemla finden. Wir legen uns aber erstmal eine Runde pennen. So, bis mittags schlafen, so wie immer. Zack. Und vor allem, ich muss ja sagen, du hast ihm nicht gesagt, dass du blau und schlau gelöst hast, ja? Das ist nicht in Ordnung von dir. Du musst deinen Ruhm nicht immer zurückhalten. Willst du einen Krautstängel haben? Willst du einen Krautstängel haben? Was denn? Übernimmst du jetzt Hemlas Geschäft? Ich versuche, den Mörder aufmerksam zu machen. Aha. Gut, dann gib mir doch mal einen Stängel. Hier ist dein Gold. Okay. 50 Gold. Das ist auch nebenbei ziemlich lukrativ. Wenn wir alle 10 verkaufen, haben wir 500 Gold. Hey, William. Interesse an einem Stängel? Interesse an einem Stängel? Nein, lass mal. Das Zeug macht nur eine weiche Birne. Das ist nichts für mich. Ja, deinen Matschkopf, den hast du ja sowieso schon. So, hey, Kato. Übrigens, Kato war aus dem Film G.I. Joe. Ich glaube, ich habe das als Anmerkung dazu geschrieben, als ich sagte, dass es irgendwie von Underworld sein soll. Es war von G.I. Joe. Hey. Hey, ich verkaufe Brauke. Hast du Interesse? Wie kommt so eine Wurst wie du an so ein Zeug wie Brauke? Willst du was kaufen oder nicht?
Ich könnte dir auch das Zeug einfach abnehmen. Ich könnte dir auch einfach die Zähne rausschlagen. Nein, nicht jetzt. Weißt du was? Ich bezahle dein Braukraut. Aber wehe, es ist nicht gut. Wir haben schon so oft eine reingehauen, das werden wir jetzt auch schaffen. Hey Bronco, willst du was rauchen? Willst du was rauchen? Was? Du willst mir Brauke andrehen? Pass lieber auf, dass dich keiner erwischt, Kleiner. Okay. Hey Carlson, willst du was rauchen? Willst du was rauchen? Was denn? Du verkaufst Brauke? Da sag ich nicht nein. Aber mehr als bei Hemmler zahle ich nicht. Einverstanden? Kein Problem. Okay. Wir verkaufen übrigens natürlich so viel wie geht, also ist ja kein Problem. Tucker, brauchst du was zum Rauchen? Was zu rauchen? Eine geistige Vorbereitung auf bevorstehende Kämpfe. Warum nicht? Gib mir einen Stängel. Ja, so viel zu Ekstase-Kämpfen. Hey, Scordo. Mach, dass du wegkommst, elender Verräter. Ich würde dich am liebsten nochmal umhauen, würdest du mich nicht umhauen können. Und zwar besonders leicht. Egal, wir können nur den Namenhaften was verkaufen, deswegen rede ich die normalen Typen nicht an, die sind einfach nur für die Atmosphäre da. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ich muss Brautkraut verkaufen. Hey Bruno. Willst du einen Stängel, Brauke? Trägt Meister Pallas eine Unterhose? Klar will ich. Auf jeden Fall. Ja, was gibt's? Dem kann ich keine Brauke verkaufen. Was ist das denn hier? Realismus? Ich konnte bisher nur Bronco von den Größeren etwas andrehen. Hey, hey, Vitos, willst du auch was rauchen? Für den Schein? Wie wäre es mit einem Stängel Brauke? Die Stärke eines Mannes erkennt man nicht in dem, was er zu sich nimmt. Sie zeigt sich durch seine Taten. Bist du ein Krauthändler, so wie Hemmler einer war? Oder bist du ein Krieger? Ich mach das nur, um den Mörder zu finden. Oh, ich verstehe. Was? Du willst mich mit Brauke in Versuchung führen? Hinfort mit dir, du Nichtsnutz! Verkauf dein Kraut woanders! Gott, war das schlecht gespielt, aber okay. Gut. Hey, Fred! Pass mir bloß nichts an! Willst du Brauke? Hast du was? Nach der Sache mit Hemmler habe ich schon befürchtet, ich kriege hier nie mehr was zu rauchen. Hier, beste Ware. Weißt du, ich weiß gar nicht, was besser ist, rauchen oder trinken. Ich mache beides. Rinken. Hey Harlock, brauchst du einen Stängel? Brauchst du einen Stängel? Du hast wohl Hemmlers Paket gefunden und willst groß ins Geschäft einsteigen, was? Willst du was haben oder nicht? Na schön, wenn du deinen Arsch unbedingt riskieren willst, gib mir einen Stängel. Okay, ich will aber erstmal den Truthahn. Gib mir einen Truthahn. Muss wohl wichtig sein. Bei so viel Gold. Hier, der war eigentlich für Ignatius. So, jetzt dieser Truthahn. Ich weiß gar nicht mehr, wem wir den geben mussten, aber wir mussten ihm auf jeden Fall jemanden geben. Hey, du, willst du mir ein bisschen Geld geben? Willst du einen Stängel, Brauke? Du handelst jetzt mit Kraut. Hä? Na schön, dann gib mir einen. Wie viel kriegst du? Für dich 100? Oh, ich weiß... Ja! Für dich 100 Goldstücke. Was? Du bist ebenso ein Schweinehund wie Hemmler. Na schön, ich bezahle. Das Gold dich ins Unglück stürzen. So, das war ein halber Truthahn. So, Taylor kann uns ja sowieso egal sein. Hey Vince, willst du ein bisschen rauchen? Was ist? Willst du nicht? Okay. Hey Enzo, willst du was rauchen? Willst du Braukraut kaufen? Nein, das interessiert mich nicht. Ich könnte natürlich auch nochmal Jarvis anreden. Willst du Kraut? Willst du Kraut? Nein, gib das mal den anderen. Kann ich dir helfen? Ich beschäftige mich noch mit den Grundlagen der Spruchrollenschreiberei. Versuch's mal mit den Buchständern in der Schule. Danke, werde ich tun. Zack. Erlan. Interesse an einem Stängelkraut? Interesse an einem Stängelkraut? Nun, ich... lieber nicht. Hier, ich habe einen Truthahn. Hier, ich habe einen Truthahn für dich. Ich werd verrückt. Wo hast du den denn her? Danke. Ich werde ihn Enzo bei Gelegenheit geben. Ich hoffe, damit schaffst du die Sache aus der Welt. Das hoffe ich auch. Danke nochmal. Hier, ich habe eine Spruchrolle. Falls du mal Ärger hast, ist sie dir vielleicht nützlich. Witz erzählen. Hey, guten Tag, Iluma.
Wegen der Theorie. Ich kenne die Zutat für die geringe Heilung. Ich kenne die Zutaten für die geringe Heilung. Das ging schneller, als ich erwartet habe. Welche ist es? Das Heilkraut. Du hast bewiesen, dass du fähig und willens bist, zu lernen. Der theoretische Teil deiner Ausbildung ist abgeschlossen. Wenn du die nötige Erfahrung hast, werde ich dir das Talent beibringen.